Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Naruto Shippuden, Ultimate Ninja 4. Im letzten Part haben wir versucht, Kakuro zu heilen und Sakura meinte, wir brauchen noch ein Gegengift. Und dazu müssen wir Kakteen finden mit weißen Blüten. Die haben keine weißen Blüten, aber wir können sie uns anschauen. Machen wir aber nicht, weil ich Angst habe, dass er dann denkt, ja, das ist die richtige. Und wir haben noch mit den Leuten gequatscht, die meinten, dass sie alle ein bisschen Angst haben und nicht so richtig glauben können, was passiert ist. Und auch eine kleine Mission erledigt, wo wir ein Geburtstagsgeschenk, ein Tanjobi-Presento, kaufen mussten. Was wir doch richtig ausgesucht hatten. Worüber ich sehr froh war. Und wir suchen mal nach einem Kaktus mit weißer Blüte. Die sind gelb. Drüben, die sind lila. Müssen wir einfach mal ein bisschen, ich weiß nicht mehr so wirklich, wo die sind. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir noch mehr Zutaten sammeln mussten. Aber anscheinend ja doch nicht. So, da hinten die scheinweise Blüten zu haben. Die haben keine. Der hat weiße Blüten. Ist doch weiß. Für mich sieht das weiß aus. Na dann. Na dann, auf geht's zurück nach Sunagakure. Mal schauen, ob uns irgendwas auf dem Weg auflauert. So leicht wie die Mission gerade war. Bestimmt. Ich rechne noch sehr damit, bestimmt wieder die Banditen. Oder? Doch nicht. Das ist unkontrollierbar. Ja. Hier ist auch nichts, okay. Aber das ist doch leichter als gedacht. Ich darf nicht immer nach links und rechts drücken. So, dann schnell ab zu Sakura. Ich hoffe, sie kann Kanguru irgendwie helfen. Wie gesagt, uns wäre ja auch eine sehr große Hilfe bei der Rettung von Gaara. Wie auch immer wir das überhaupt anstellen wollen. さくらちゃん、勘九郎は？解毒薬が効いたわ。あとはゆっくり体を休めていれば大丈夫。治療は無事に終わったようだな。はい、なんとか。俺の方も用事は済んだ。そろそろ行動を開始するぞ。ガーラを追うんだな、加賀先生。とにかく 奴らをそのままにしておくわけにはいかない。俺たちはこれから川の国に向かう。はい。用意が整い次第砂隠れの門に集合だ。了解。 Okay, dann geht's auf, sofort nach Gaara zu suchen. Es wird nicht mehr viel Zeit.赤石班と同様の任務をしてもらう。赤石からの情報によると、あいつらは暁を追って砂隠れから川の国へと向かっているらしい。そこでお前たちも今から川の国へ向かい、赤石たちとサポートし合い任務をこなす。わかった。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いや、先生、半日で行きましょう。 どう考えたって一日では無理だ。そういうノリでする会はやめてください。もうまったくお前たちはまとまっているのかまとまっていないのか。よし、みんな川の国へ向けて出発だ。頼むぞ。
Und wir bekommen anscheinend Unterstützung von Team Guy. Oder Team... Ich weiß gar nicht, welches Team das war. 8 oder 9. Dann schauen wir noch mal kurz in den Laden. Ich glaube aber, es gibt für uns eigentlich nichts mehr zu kaufen. So, 12. Geheime Konomedizin. Gesamte brauchen wir auch nicht. Eigentlich nicht. Außerdem, ich glaube, ich habe wirklich nie wirklich was gekauft, sondern nur verkauft. Also hier gibt es nichts wirklich. Dann machen wir uns mal auf. In Richtung Flussreich. So, speichern wir nochmal. Nein, ich speichere nicht. Falls irgendwas mit der Folge ist. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. あれ、かかし先生は？まだ来てないわよ。準備が終わってないんじゃない？ふーん。誰だ？あのばあちゃんとじいちゃん。いやあ、遅れてすまんすまん。あ、かかし先生、遅いってばよ。ん？あ、あやつはこの葉の白い牙。 先生にいきなり何すんだってばよ。あの時はよくも、この葉の白い牙に。息子の敵、今日こそわしが成敗してくれる。いや、私は。おい、姉ちゃんよ。よく見てみろよ。 よく似とりはするが、こいつは白い牙ではねえよ。ん？なんてね、ボケたふり。あ、なんだってばよ、このばあちゃん。 なるほど。で、そのお二方が砂の相談役である千代婆様と海老蔵様ですか。ああ。さて、ここで立ち話する時間もそうあるまい。そろそろ奴らを追いかけんといかんぞい。そうだってばよ、加賀先生、早く行こうぜ。そうだな。それでは私たちはこれで。 待て。わしも行く。え？千代婆様、それはいくらなんでも。かわいい孫を久しぶりに可愛がってやりたくての。孫？先ほど勘九郎が意識を取り戻し、 暁の中に赤砂のサソリが属していることが判明した。赤砂のサソリ？そのサソリとはわしの孫のことじゃ。だが今のあやつは風影を襲った一味に過ぎぬ。ならば身内の者が罰を与えねばなるまい。 どうでもいいからさ、加賀先生、さっさとガーラを追いかけようぜ。そうじゃ、早く追わぬと奴らの思うがままじゃぞ。ええ、それでは千代婆様は私たちがお預かりします。まあ、だがくれぐれも無茶はしないでくれ。 Diese komische Alte.
Irgendwie hatte ich das wieder verdrängt, dass sie auch noch vorkam, aber jetzt ist mir gerade wieder eingefallen. Na dann, auf geht's. Ich sprint mal ein wenig. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder keine Banditen. Das Sprinten gestaltet sich jetzt sehr schwer. Ich sollte echt immer nur geradeaus sprinten. Ich will auch versuchen, hinterher zu lenken. Und mit dem weißen Zahn, den... Jetzt kommt eine Zwischensequenz. Bestimmt wieder Banditen. Ja, was denn sonst? Ja, ja. Mit dem weißen Reißzahn von Konoha meinte sie Kakashis Vater. Glaube ich. Mich zu erinnern. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, da war der weiße Reißzahn von Konoha. Und dadurch, dass er seinen Vater ja doch sehr ähnlich sieht, hat sie angenommen, er ist das. Was auch immer er ihren Sohn angetan hat, das weiß ich gerade nämlich nicht. So, Alter. Sterbt. So, eine Präsentation reicht vollkommen. Alter. Alter. Verkackten Bogenschützen. So, du kommst erstmal weg. Gehst mit deinem Keks. Du kommst jetzt auch weg. So, und der eine Bogenschütze hier. Ja, zwei Bogenschütze übrig. Das ist richtig schön. Alter. So, Preisaktion 1 und 2. So, treffen jetzt die Pfeile ja eh nicht. Und zack. Du kommst auch noch weg, mein Guter. Und bam. Ja, das war's. Sehr schön. Ja, ja, Massaker. So, aber die Windwüste, es kommt bestimmt eine Zwischensequenz. Wenn der Bildschirm so aufleuchtet, dann kommt bestimmt eine Zwischensequenz. お久しぶりですね。お前は知っているんですか、海先生。誰だ。珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、すぐに思い出させてあげますやね。こいつ、とんでもないチャクラ。 始めましょうか。水遁爆睡昇波。行きますよ。 Okay, na dann auf geht's. Guy gegen Kisame. Oh, das war ein großer Spaß. Ich glaube, mit Guy konnte man recht gut kämpfen. Gewinnen den Kampf ist die einzige Bedingung. Das soll ja kein Problem sein. Da sage ich jetzt einfach, kannst du auch mal auf zuspringen?
Alter. Das ist Schwert. Sollte ich fertig machen? Alter. Die Kunst des Tausches wird auch irgendwie nicht eingesetzt. Ich hasse es. So, bam. Jetzt eine dämliche Chakra-Regeneration. So, bam. Bisschen mit den anderen Attacken spielen. So, zack. Ah, da hat es abgebremst. Aber wir haben trotzdem noch getroffen. Sehr gut. Und wir haben es geschafft, so die Motivier zu einsetzen. Ich liebe die Ultimate Fusions. Auch wenn sie ein bisschen, der Ton hinkt hinterher. Das ist einfach so bescheuert, vor allem. Ich werde am Ende des Spiels um alle Ultimate Fusions zeigen, sofern wir alle kaufen können. Aber da muss ich halt ein bisschen sparen. Dann sollte das was werden. Aber hier in dem Spiel lohnt es sich wirklich, alles zu sammeln und zu kaufen und bla. Und das war der Kampf schon. Es ging recht schnell. Hat uns ja nicht viel entgegenzusetzen. Erneut das Monster. さすがにやりますね。面白くなってきましたよ。余裕でいられるのも今のうちだ。それで私を包囲したつもりですか。甘いですね。水分身の術。 Oh, jetzt dürfen wir mit jedem gegen Kisame kämpfen. Gegen einen Wasser-Doppelgänger. Die ziehen es auch ganz schön in die Länge. Das Motor Angriffskraft des Gegners, okay. Das sollte trotzdem kein Problem sein. Nietzsche eigentlich einer meiner Lieblingskämpfer ist. Zack. Das hat nicht geklappt. Ja, das muss man aufladen. Gut, egal. Egal. Wir schaffen das so. Zack. Und, na, das hat nicht gereicht. Ja, er hat geblockt. Aber egal. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht so schwer. Zack. Wieso war der eine Kampf denn so schwer gegen Sasori? Ja. Das lief ja sehr gut. Naja, hat trotzdem keine Chance gegen uns. Bam. Ja, daneben. Daneben. Ah, fuck. Ich glaube, das ist heute immer noch nicht raus, wie man das machen muss. Ich drücke mal die entgegengesetzte Richtung und reiß. Erst hat er uns ein bisschen runterbekommen, aber ich glaube, das reicht für ihn nicht. Nein, reicht nicht. Sehr gut. Wie gesagt, Neji ist auch mein Lieblingskämpfer. Verstanden. Zukünftiges Genie. Okay. Bunshin-Tai de. この強さか。<音楽>